So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Das ist ein Brot und das ist das gute Gletscherwasser vom Crazy O. Aber der hat es nicht erfunden, der hat es immer nur getrunken. Wir sind auf dem Weg jetzt zum Community Raid. Und den zeige ich euch jetzt gleich. Illegale Hundekämpfe auf der A7. So, schnell verdecken. Guck mal die Frisur an. Hat der Ramses gestern die Haare gemacht, weil er heute schon wieder auf der Polizia war, damit die mich nicht mehr erkennen. Und es hat funktioniert. Heute waren alle total freundlich zu einem, weil die nicht wussten, wer ich bin. Nee, Spaß, was weiß ich, waren ja auch andere Leute da. 10 Uhr war der Raid-Boss-Wechsel. Das heißt, Lugia ist fort. Wir haben noch Lugia gemaxt gestern. Und wir haben Apex Lugia gemaxt gestern. Heute Demeteros in die Raids, aber nicht das gute Demeteros, sondern das schlechte Demeteros. Also das auf der Wolke, trotzdem aber mit einer coolen Frisur. Ich stehe hier, wir möchten den Community-Tab, den Community-Raid jetzt hier machen. Und dazu habe ich natürlich wieder im Community-Tab gepostet. Im Community-Tab steht auch die Konda-Liste von Demeteros mit der Mozart-Frisur. 2050 ist der 100er Wert, ohne Wetterbrust. 2563 mit Wetterbrust. Das Ding ist Boden und Flug. Das heißt, Eis ist doppelt effektiv. Nehmt also Eis-Pokémon. Eis gegen Boden, Eis gegen Flug. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Nehmt kein Elektro gegen Flug, weil der hat ja auch Boden. Deswegen seht ihr auch hier die Konter, die angezeigt sind. Kyogre mit natürlich Blizzard oder Flampivian in der Gala-Edition, Marmutell, Mewtwo mit Eisstrahl, Glaciola, jetzt fängt es an zu regnen, ich glaube, ich setze mich für den Raid gleich rein, möchte euch aber noch zeigen, wen wir einladen, es wird richtig nass, 12.30 Uhr Community Raid und es machen mit, die dabei sein wollen, Mystical Black, Jenna, Badhead, Matze, Henry Nicky, das blutige Tier ist vor Ort, Bloody Tears, Pyroquark, Excavador, ich habe gar nicht gedrückt, warte mal, 1, 2, 3, 4. Also Mystical Black, Jenna, Badhead, Matze, Henry, Nicky sind die 5 auf einem. Pyroquark, Excavator, Pogehander, Wickeda und Poge 5. Irgendwas, das sind die 10 Leute, die eingeladen werden, aber ich verkriege mich jetzt ins Auto und versuche es von drin zu machen. Der Rest ist leider zu spät und wir sehen uns gleich beim Raid wieder. So, wir gehen auf die Arena. Sind 3 Minuten über der Zeit. Die Leute denken wieder, was war da denn los? Ich gucke jetzt nur mal ganz kurz, wer das ist, der da drinnen ist. Jetzt natürlich niemand. Also gehe ich wieder raus und mache eine private Gruppe mit privatem Gruppencode, der lautet Shiggy Grün Grün, also Bisasam zweimal. Muss jetzt die Leute einladen. Alles stressig, alles pervers, aber. Ja, einer fehlt. Wickeda fehlt hier. Wickeda müsste hier noch annehmen bei dem. Vielleicht ist Wickeda auf dem anderen Account noch drauf. Dann könnte ich Wickeda darüber noch einladen. Oder er kommt jetzt noch hinzu hier. W, I, kein Wickeda. Ist ein bisschen blöd schon wieder. Alles im Stress. Fängt an zu regnen. 3 Minuten drüber. Sollte anders sein. Ist es nicht. Gibt mir Zeit zum Eingewöhnen. Ich musste extra eine Stunde herfahren, jetzt wieder. Ich gucke noch mal hier drüben nach Wickeda, ob Wickeda hier drüben dabei ist, beim Hauptaccount. Ansonsten noch mal hier drauf. Freundschaftslevel. Kein Wickeda. Ist Wickeda auf dem Main? Nee, Wickeda ist weder auf dem Main, noch auf dem Samyang-Account. Okay, dann mache ich jetzt die Lobby einfach öffentlich. Es ist windig wie Sau. Da drüben wird gebohrt und gearbeitet. 13 Leute. Oh. Du bist drin, ja? Alles gut. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Man merkt, dass das so Wolkengeister sind vom Typ Flug. Die machen hier einen Tornado. Es zieht wie Hechtsuppe einfach nur. Die ganze Kamera wackelt. Wickeda ist halt nicht dabei. Ich habe extra noch 3 Minuten gewartet. Ich habe den geedit, noch drunter geschrieben, schnell annehmen hier und habe extra 3 Minuten gewartet.
alles hektisch, alles brutal, alles durcheinander, aber man merkt keinen Unterschied beim Community Raid wie sonst. Es sind trotzdem 10 Leute dabei, die mitgemacht haben und 10 Plätze, die voll sind. 16, da will ich gar nicht gucken, wer da alles vor Ort ist. So, nochmal mal drauf. 100er Wert haben wir uns auch nicht gemerkt. Kyokre mit Blizzard. Marmutel mit Lawine. Sieht schon mal gut aus. Nibuna ist, wäre auch gut. Glaciola, wie gesagt, alles was so Eis hat. Wer ein Krypto-Mutor hat auf Level 50 mit Eisstrahl, ist wahrscheinlich das krasseste mittlerweile. Neben Proto-Kyokre mit Blizzard. Ist übelst schnell auch weg. Theoretisch ist das auch ein Raid, den man gut im Duo machen kann. Wenn ihr entsprechende Konter habt, könnt ihr den also auch mit 2 Leuten oder mit 2 Accounts legen. Ich bin mal gespannt, ob morgen in der Raid Mania was los ist. Ist die erste Raid Mania, seitdem die Fan-Raids abgeändert wurden. Deshalb kann sein, dass morgen alles anders ist. Das hat 1995, ist kein Shiny, sieht aber ziemlich dunkel aus. Das andere hat 2006. Ob das gut oder schlecht ist, das sehe ich gleich, wenn ich es gefangen habe. Wir probieren mal hier wieder, natürlich Kreis, Curven. Das war zu kurz, ich lege mal den Rest weg, damit ich nur das habe und nur mit dem Curve und werfen kann. Der Kreis ist ziemlich klein, trotzdem nur großartig. Das heißt, wir müssen ihn noch kleiner machen, dass wir auf einfach fabelhaft kommen. Oder auch nicht, weil er ist einfach drin im ersten Ball. Wir können ihn trotzdem jetzt bewerten. 11, 10, 15, Hildburghausen. Ich bin den ganzen Dienstag heute nämlich in Hildburghausen, versuche dann abends das Video noch rauszubringen. Und ansonsten guckt euch lieber das an, das ist interessanter, weil das ist ein 100er, so muss das aussehen, so möchte man das haben in der Tiergeistform. Fürs Thumbnail einfach kurz das reinhauen und dann wünsche ich euch viel Spaß erstmal mit dem Eteros. Habt ihr schon ein Shiny, braucht ihr noch ein Shiny in der Wolkenform? 100er davon habe ich nicht, nur von der Tiergeistform, aber vielleicht kommt ja jetzt in der einen Woche mit dem freien Pass noch ein 100er Wolke. Ansonsten werde ich keine Fanrates machen, außer die 5 am Mittwoch. Ich würde sagen, weiter hier Asnayentik, mal gucken, ob es irgendwann was bringt, wenn die Leute sich jetzt reduzieren. Ich steige ein, es ist kalt, euch viel Spaß, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, bis zum nächsten Mal.